Hallihallöchen und herzlich willkommen hier zurück bei The Last Guardian. Ja, in der letzten Folge haben wir ja noch gehört, dass hier noch ein zweiterer Trigo. Naja, der fliegt hier ja wohl scheinbar immer noch irgendwo herum, wobei, naja, vielleicht springt er auch nur, ich weiß nicht, ob die wirklich fliegen können mit ihren, naja, Trigo, nimm's mir nicht böse, aber mit diesen Stummelflügeln da. Ist natürlich nicht gerade sehr flugtauglich, möchte ich mal sagen. So. Denn ich bin mal sehr gespannt. Ich habe das Gefühl, wir nähern uns dem Ende des Turms. Ja. Okay, war ein scheiß Gefühl. Ich habe keine Ahnung, ob das hier überhaupt richtig ist, was ich hier gerade mache. Ich hatte nur die Idee, hier hochzuklettern. Oh, Stacheln. Ja, super Idee. Weil ist ja Wahnsinn. Hat sich gelohnt. Ja, auf der anderen Seite auch. Da fliegt eine Feder von Trico. Ja. So viel dazu. Ich wollte natürlich nur wegen besserer Aussicht und Trico guckt schon wieder so muckelig. So muckelknuppelig guckt er. Aber es hilft gar nichts. Okay. Trigo, guck mal, ich gehe wieder runter. Siehst du? Hui. Hier, siehst du? Hui. Hui. Gut. Ja, man hat's mal gemacht, ne? Man hat's mal gemacht. Jetzt hör doch mal auf, dich zu kratzen. Trigo ist bestimmt jetzt auch gar nicht mehr müde. Er möchte jetzt auch wieder voll loslegen. So, Trigo, du hast auch garantiert eine Idee. Oder? Oh, ich sehe schon. Ich glaube, ich weiß, wo du hin willst. Halt dich fest. Junge, halt dich fest. Bitte halt dich fest. Okay, knallharter Hund. Was? Alles safe? Ah, jetzt hat er das Auge. Er fühlt sich vom Auge leicht beobachtet, habe ich das Gefühl. Okay. Nix Fan-Auge. Fühlt sich nicht wohl. Oh, armer kleiner Trico. Da ist er. Ja, okay. Können wir dir sagen, in die Richtung reagierst du drauf? Er hat mich mit ein Ohr gehört. Aber ja, okay, ich verstehe schon. Okay, wir müssen also wieder von Trico runterfallen, merke ich. Wir müssen also wieder erstmal das Auge entfernen, bevor er auch nur... Ja, seid ihr denn... Was wollt ihr denn jetzt? Ihr wollt doch nicht etwa, dass ich da jetzt... Ihr seid verrückt. Wie soll ich denn da... Soll ich auf den YOLO-Weg runter oder gibt's noch einen anderen Weg? Mein YOLO-Weg wäre jetzt zu springen. Mein ist vielleicht ein bisschen bekloppt, aber komm. Hui! Verdammt! Warum falle ich durch das Seil durch? Mann, ich hab das Seil... Manu! Hey! Wo bin ich denn jetzt? Hallo? Trigo! Was machst du denn da drüben? So ganz allein. Da fällt er tatsächlich durch das Seil durch. Ja, wir müssen doch auf das Seil. Ja, komm. Lass los, kleiner Mann. Sind wir offen? Okay, lass los. Und lass los. Okay, gut. Toll, du. Ich dachte jetzt hält er sich in einer epischen Sequenz an das Seil fest und... ja, großer Fan. Ganz großes Kino. So. Mann, na gut. Wir sind aber trotzdem da noch, wo wir sind. Ich denke mal, Trico ist weiterhin hinter uns. Wer kann denn damit rechnen, dass man runterfällt? Was macht denn der da hinten? Spielst du Hampelmann? Hallo. Oh, der arme kleine Trico da. Wenn wir hier Seilkünstler spielen, hat er ja weiterhin Angst. Aber wir sind ja unterwegs. Wir nehmen ihn jetzt ja die Angst. Wir sind ja jetzt schon erfahrene, ja, Parkourläufer hier.
Es ist wie im echten Leben, da kann ich das natürlich auch. Alles, was er hier macht, Efeu hochklettern, das ist natürlich ganz großes Kino. Trico weiß nicht, wo er hin soll. Ich merke das schon. So. So, Trico, ich gehe weiter, ne? Wir sehen uns morgen. Ciao. Boah. Okay, das ist wieder ein Seil. Das ist schon mal ein Loch. Hier ist ein Loch. Ja, kleiner Mann. Lass dich mal los. Was ist das? Warum ist hier ein Loch? Wer macht denn hier Löcher rein? Na gut, wir gehen mal erstmal zum nächsten Seil. Denn da sollen wir garantiert auch. Krabbel nicht. Sehr gut. Seilakrobat hier. Da. Was ist das, Mann? Trico, noch alles safe? Trico, da. Hallo. Oh, er vermisst uns. Dann ist noch ein Auge, was ihn einschränkt. Der arme kleine Mann. Naja. Oder Frau. Man weiß es nicht. Ich habe ja die Vermutung, dass Trico eine Mutter ist und die... Scheiße. Na, war ja klar. Trico, rette mich! Oder halt dich einfach an dem Seil fest. Geht auch. Was? Trico, tu doch was. Ich sterbe. Ja. Oh, er trauert jetzt schon. Nee, ich habe ja die Vermutung, dass Trico vielleicht eine Mama ist und ganz oben auf dem Turm sind die Babys und die wurden von diesen Statue-Menschen oder von Menschen allgemein irgendwie gefangen genommen. Und naja, die Mama wurde dann eingesperrt. Und wenn wir dann nachher oben auf den Turm kommen, kommen ganz viele kleine Trico-Babys auf uns zu und alle sind gerettet. Genau so wird es ablaufen. Genau so und nicht anders. Okay, wir haben es geschafft. Es gibt nur keinen Weg zurück. War ja klar, dass da wieder irgendwas, irgendwelche Komplikationen gibt es immer. Aber wir kommen ja vorwärts. Es läuft oder es klettert ja. Ich habe jetzt auch endlich wieder Internet in der Wohnung hier. Oh Gott sei Dank. Ja. Wusste schon gar nichts mehr mit meiner Zeit anzufangen. War traurig, depressiv. So wie man halt so ist, wenn man kein Internet hat, weißt du? Ist ja... Weißt du, ich bin auf Seilen rumgeklettert und sonst irgend so ein Kappes habe ich gemacht. Oh, wir kommen langsam hin. Na, du Seil laufen. Okay. Ist eine Wahnsinnsidee. Wir führen sie aus. Und dann weiß ich gar nicht, wie denn weiter. Jetzt mal nach rechts... Okay, ich vermute mal hier hoch, oder? Ja, da wird's hochgehen. Da ist wieder ein Trikotauge. Wahnsinn. Und der linke Turm ist völlig irrelevant, wa? Ja, der wird irrelevant sein. Gut, gut. Wir machen erstmal hier so, am besten so runtergucken, damit man weiß es ja, wenn man auf großen Höhen ist, immer runtergucken. Das hilft, das beruhigt. Weil da unten ist Trikot und deswegen beruhigt das. So, Kleiner. Ich hab's gleich. Was machst du denn? Hüpfst du da noch? Ne, hüpft da von seiner Säule zu Säule. Hui. Und jetzt hat er gleich wieder Schiss. Oh. Ob wir immer in unserer Nähe sein wollen. Das sind die richtigen, weißt du? Okay, gut. Gut, 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 gut. Gut, gut. Vorsicht, Trico, es kommt dir entgegen. Es kommt dir entgegen. Und ciao. Alter. Trico. I need Lebensrettungsmaßnahmen. Okay, wir klettern mal runter. Trico, Lebensrettungsmaßnahmen. Ich sterbe hier. Tu was. So weit wollte ich noch gar nicht. Mach das nicht. Okay, Trico. Nein. So. So, Trico. Alles im grünen Bereich da hinten.
Okay. Ja, ich bin gleich da. Bleib safe. Bleib safe, Bro. Fang mich! Aua! Oh, er hat mich gebissen! Oh, voll in den Zeh! Juhu! Oh, er setzt uns auf seinen Rücken! Oh! Yay! Ja, da wird erstmal ein bisschen der Rücken gekrault, ne? Ja, das ist es, ne? Oh, wie er genießt. Genau da. So. Genug gestreichelt. Wir haben eine Mission zu machen. Ich habe zwar keine Ahnung wo, aber mach mal wieder die Augen auf. Hör mal auf zu genießen. Genießen vor allem. Sein Ohr sieht auch gut aus. Ich vermute ja irgendwie nach da. Ich habe zwar keine Ahnung wie, aber irgendwie da nach oben, denke ich mal. Ich denke mal, da nach oben sollen wir. Genau, das, was Trico da jetzt schon anvisiert. Nimmst du mich auch mit, oder? Oder bleibe ich da? Oh, er nimmt mich mit, das ist ja mal aber. Er ist freundlich. Ist schon ein netter Kerl, der Trico. Gut, er ist noch auf Selbstfindung. Ich habe ein bisschen Angst vor einem anderen Trico, muss ich sagen. Ich weiß nicht, er sieht ihn ja feindlich an. Er ist scheinbar ein Einzelgänger oder so, oder keine Ahnung. Vielleicht ist das der Vater, der sich nicht um die Kinder kümmern will, oder ich weiß es auch nicht. Ich hoffe einfach auf Kinder. Trico, du schaffst das. Ich glaube an dich. Komm schon, Bro. Sehr gut. Was? Was denn? Oh, ja. Ich sehe. Ganz ruhig, Brauner. Kann ich hier gefahrlos runterfallen? Ja, ich kann's. Ich kümmere mich drum. Genau, überlass das mir. Ich weiß, was ich tue. Ich vermute mal da hoch. Was purzelt der denn hier schon wieder rum? Bin gleich wieder da. Ja, bleib geschmeidig. Bleib geschmeidig. Wir kommen aber vorwärts. Das ist es ja schon mal. Solange wir nicht wieder irgendwelche komischen Löcher finden müssen. Ja. Okay, wir sind jetzt über Trico. Hier geht's aber nicht weiter. So wie es den Anschein hat. Haben wir? Doch da. Da kommen wir durch. Ah, Gott sei Dank. Ich weiß nicht, ich sehe nicht, wo es hingeht. Ich mach's einfach, wa? Na gut. So. Schön, dass die Dinger immer schön mit Hebeln verbunden sind, dass man sie auch so abschmeißen kann. Ich hab's gleich. Siehst du mich schon, Trico? Guck, hier bin ich. Hallo. Ja, ist ja gut. Ciao. Trico. Hilf mir. Trico. Das hilft nicht, was du da machst. Du musst mir helfen. Was? Trico, was? Hau doch nicht ab. Was tust du? Trico. Oh, da unten platziert. Wer bist du denn? Du willst... Okay. Wir vertrauen, Trico. Fang mich auf. Seine großen Kulleraugen. Jam. Komm, jam. Yay. Unser Trico hat uns gefangen. Ja, Trico, lass mich doch... Was ist denn los? Lass mich doch nicht los. Mann, Trico, was tust denn du? Was tust denn du? Pass doch mal auf. Kannst du nicht einfach loslassen. Oh. Wolltest uns bestimmt nur verarschen, wa? Hast uns getrollt, ey. Ich hab dich. Ah, nee, doch nicht. Ah, doch, hab dich noch. Weißt du? So, Trico. Nimm ihn mit.
Nimm mich mit auf deinen Reisen. Nimmst du mich mit? Ich sehe zwar nicht, wo ich bin, aber ich vermute mal, dass du mich mitnimmst. Ja, dann mal los. So. Abmarsch. I'm safe. Was? Alles gut? Sollst du laufen? Du weißt nicht ganz, wo du bist, oder? Trico? Ah, okay, gut, endlich. Jetzt hat er begriffen, wo er ist. Was ist denn da? Ist doch nichts mehr. Ist da was? Da. Da ist doch nichts. Bin ich jetzt doof? Trico, bin ich nur doof oder bist du es? Na ja, komm schon. Sehr gut. Ich häng hier aber auch richtig ungünstig, ne? Ist dir das mal aufgefallen, Trico? Lass mich mal ganz kurz hier irgendwie. Ich häng hier an seinem Bauch, das gibt's ja gar nicht. Ich sehe hier nichts mehr. Trico, spring mal oder irgendwas. Ich bin hier in allgemeinen Verwirrungsraum drinne. So. Sind wir schon mal. Ja, ich versuche hier so lange zu klettern. So. Jetzt sind wir auf ihn drauf. Gut. So ist richtig. Und weiter geht's. Was ein Chaos. Ja, hier waren wir gewesen. Alles klar. Wir hängen schon wieder an der Seite. Was ist denn los mit uns? Wir müssen auch uns in die Kurve reinlehnen hier scheinbar. Und hopp. Oh Mann, du machst aber auch. Oh Mann, oh. Irgendwie tut er mir schon ein bisschen leid, dass wir ihn das hier alles aufladen. Und du? Ah, ich sehe. Oh, dieser blöde, enge Turm, ne? Ja. Wir suchen uns nachher noch einen größeren, dann kannst du da wieder viel besser. Trico, ich häng hier wieder. Ich häng hier an dein Ohr. Oder so. Ich häng gerne an deinen Kopf rum, Trico. Ist mir schon aufgefallen. Juhu. Trico. Trico. Oh nein. Nicht schon wieder irgendwas. Okay. Okay. Konzentration. Ja, so viel zum Thema Konzentration. Trico. Trico, der Turm kippt. Oh, wo bist du denn hin? Das schaffst du, Trico. Komm schon. Also ich glaube an dich. Ach du Scheiße. Ein anderer Trico. Alter, verprüfe mein Trico nicht, Junge. Ah, Trico.